Ja, liebe Julia, schön, dass du bei uns bist. Wir reden heute über Menschenrechte als Kompass in unruhigen Zeiten. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir duzen uns, weil wir uns kennen. Du bist Julia Ducho, die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland. Und in dieser Funktion hast du sicherlich eine Menge zu tun gerade. Schön, dass du da bist. Schön, vielen Dank für die Einladung, freue ich mich sehr. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, das war so schön. Wir waren beim Auswärtigen Amt eingeladen durch Frau Baerbock und Frau Faeser. Und es ging um die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan, gerade die Menschenrechtsverteidigende sind, in Frauen auch in Afghanistan. Und wir hatten eine große Runde mit ganz vielen NGOs und wollten unsere Punkte machen. Und da waren einige Männer, die sehr viel auch geredet haben. Und da fand ich eben sehr beeindruckend, dass du zurückgetreten bist und nicht gesprochen hast und denen, die was sagen wollten, den Raum gelassen hast, und zwar anderen NGOs und Frauen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir in der Arbeit als Nichtregierungsorganisationen uns auch unterstützen und auch als Aktivistinnen unterstützen. Und nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten, uns jeweils unseren Raum dafür geben. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen mal ein bisschen miteinander sprechen, weil gerade in Zeiten von Spaltungsdynamiken und dichotomen Weltbildern, ich und ihr, Positionierungszwang, Bekenntniszwang, ich meine, wir sind nicht als Menschenrechtsorganisation angetreten, um zu schweigen, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es wirklich darum geht, auch für uns als NGOs den Möglichkeitsraum größer zu machen und nicht kleiner. Und dass man ja durchaus unterschiedliche Positionen haben kann und wer unsere Arbeit kennt und verfolgt, der weiß das auch. Dass beispielsweise Hawar gegründet ist auf der Asche des Völkermords an der Religionsgemeinschaft der Jesiden, dass wir insbesondere auch Opfern religiös-extremistischer Gewalt einen Raum geben, aber eben auch für humanitäres Aufenthaltsrecht kämpfen, aber dass sozusagen das Engagement natürlich weit über die eigene Betroffenheit hinausgeht. Und so sind wir nämlich auch mit Amnesty zusammengekommen und dass wir in vielen Ländern, sage ich mal, zu vielen Regionen auch Schwerpunkte haben. Und diese Begegnung, die wir hatten im Auswärtigen Amt, die ist mir deswegen auch so hängen geblieben, weil es fing so hoffnungslos an nach diesen schrecklichen Bildern der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Und es ging um ein Bundesaufnahmeprogramm. Und ich weiß, wie gewillt so viele Menschen waren, die da an diesem Tisch saßen. Und jetzt, ja, mehrere Jahre später, ja, fast 3 Jahre, so schnell vergeht die Zeit, ist Afghanistan wieder im Fokus. Nämlich einmal aufgrund der Tatsache, dass in keinem Land weltweit Frauen weniger Rechte gewährt werden als in Afghanistan, denen der Weltbezug genommen wird, die ja ausgeschlossen werden vom öffentlichen Leben, aber natürlich auch mit den aktuellen Debatten, die wir da haben. Wie guckst du sozusagen auch mit dieser Brille da drauf? Ja, also zunächst mal finde ich einfach erschreckend, wie die Situation in Afghanistan ausgeblendet wird eigentlich in der politischen Diskussion. Die Lage hat sich sehr deutlich verschlechtert in den letzten 3 Jahren seit der Machtübernahme der Taliban. Man hat manchmal den Eindruck, so als wäre es gar nicht so schlimm geworden, wie man gedacht hätte. Aber es ist wirklich das Gegenteil ist der Fall. Die Frauenrechte sind massiv unter Druck. Wir haben Mädchen, also die Stimme von Mädchen und Frauen wird als intim gewertet, sodass sie nicht in der Öffentlichkeit sprechen können, nicht singen können in der Öffentlichkeit. Folter ist an der Tagesordnung, Tod in Haft durch Folter ist an der Tagesordnung. Es werden Menschen, also Todesstrafe gibt es und die Vollstreckung kann durch Steinigung erfolgen. Im Februar wurde jemand im öffentlichen Raum, ein Mann im Fußballstadion, also sozusagen wurde die Todesstrafe vollstreckt vor den Augen aller, also eine öffentliche Vollstreckung der Todesstrafe, was absolut völkerrechtswidrig ist. Und insofern, die Lage in Afghanistan ist dramatisch, katastrophal und niemand ist in Afghanistan sicher. Insofern kann ich es nicht verstehen, wieso man auf die Idee kommt zu sagen, man muss Straftäter nach Afghanistan abschieben. Das geht nicht. Das ist die Bedeutung des Rechts. Das Recht, das Völkerrecht, Menschenrechte gelten eben für alle Menschen. Man kann die auch nicht verwirken, sondern sie gelten für alle. Und es gibt ein absolutes Abschiebungsverbot in die Folter. Das heißt, jeder Mensch ist geschützt vor Abschiebung in die Folter. Insofern dürfte nicht nach Afghanistan abgeschoben werden. Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Ja, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, über den gegenwärtig sehr viel diskutiert wird, insbesondere in Deutschland, nämlich das Thema Menschenrechte und auch ja, der Anspruch des Universalismus und dass unsere Menschenrechte, wenn wir das ernst meinen, für alle Menschen gelten, auch für die,
die unsere Menschenrechte mit Füßen treten. Und ich glaube, das ist eine der größten Bewährungsproben und auch Belastungsproben zwischen der Frage, wie gehen wir um mit Menschen, die sozusagen unseren Rechtsstaat mit Füßen treten und Menschenrechte anderer missachten, aber trotzdem sozusagen von diesem Universalismus mit eingeschlossen sind. Und dass wir jetzt ausgerechnet so weit kommen, dass diese Straftäter, wo es ja wirklich Schwerstdelikte gab, auch hin bis zur Vergewaltigung von Elfjährigen beispielsweise, dass wir uns jetzt in die Situation gebracht haben, auch verhandeln zu müssen mit der Taliban, oder dass diese Vergewaltiger jetzt ihr Unwesen treiben, dann beispielsweise in Afghanistan, zeigt ja doch, dass es sich da um teilweise um Menschenrechte à la carte handelt. Denn was da sozusagen im Schattenwind passiert ist, und wir haben da ja auch sehr viele Diskussionen gehabt intern, ist ja auch, dass im Grunde genommen geltendes Recht damit auch gebrochen worden ist. Oder wie siehst du das? Ja, also die Abschiebungen sind völkerrechtswidrig, und überhaupt über Abschiebungen nach Afghanistan und auch nach Syrien zum Beispiel nachzudenken, jetzt erstmal ja bei Straftätern, aber insgesamt soll das ja geprüft werden, ist sehr problematisch und ist nicht menschenrechtskonform. Und ich glaube, für mich ist auch über die Abschiebung dieser einzelnen Menschen, es geht ja um jeden, der abgeschoben wird, und das ist dramatisch, geht es schon auch um eine Erosion der Menschenrechte insgesamt. Weil wenn man die Menschenrechte nicht wenn man Menschenrechte nicht wirklich universell anwendet, das heißt für jeden Menschen, also für alle, egal was sie getan haben, dann fängt man an, sie langsam zu erodieren, ja, und sagt, man wendet es mal da an, mal da an, und dann wird es natürlich, ist es nicht mehr anwendbar, auch gegenüber autoritären Staaten. Und man kann nicht sagen, haltet euch an die Menschenrechte, an die ihr euch verpflichtet haben, weil sie uns an entgegenhalten können, ja, ihr tut es ja auch nur dann, wenn es euch passt. Mhm. Und so funktioniert es nicht. Und insofern entspricht auch die Entscheidung der Bundesregierung, diese Abschiebungen vorzunehmen, entspricht nicht einem menschenrechtsbasierten, einer feministischen Außenpolitik und einem menschenrechtsbasierten Ansatz. Weil ein menschenrechtsbasierter Ansatz nimmt Menschenrechte ernst und hält auch, wenn es schwierig ist. Ne? Mhm. Und bleibt sozusagen klar, absolut beim Folterverbot und auch bei der Abschiebung in die Folter. Und diese Sicherheitslücke ist ja trotzdem da, insbesondere weil ja die Einhaltung der Menschenrechte gegen uns verwendet wird. Und wenn wir jetzt mal nach diesem Kantschen Prinzip der Vernunftbegabung gehen, dass wir als offene Gesellschaften diesen Universalismus internalisiert haben, verbunden mit der Frage, wie gehen auch wir als Menschenrechtsorganisationen denn um mit den Gegnern, die diese Menschenrechte mit Füßen treten. Du hast gerade von den Unrechtsregimen gesprochen, wie beispielsweise Putin, der einen Vernichtungskrieg führt gegen die Ukraine und wo das Thema Waffenlieferung heiß debattiert worden ist, weil diese Waffen unter anderem ja auch aus Deutschland geliefert werden, um in dem Fall, ähnlich wie das bei uns Jesiden war, einen Völkermord zu verhindern. Diese Fragen oder auch Ereignisse und Lebenswirklichkeiten, die sich vollziehen, zeigen ja dann aber auch wieder, wie schwierig diese universalistische Anwendung von Menschenrechten ist. Und ich bin ja selber ein Kind von Geflüchteten. Ich weiß, wie sich Residenzpflicht anfühlt. Und ein unsicherer Duldungsstatus und nicht zu wissen, ob man bleiben kann oder auf gepackten Koffern zu leben. Deswegen, ich will das offen sozusagen ansprechen, dass es da ja so viel Diskussionen gibt, auch also mit mir, also innerlich, sage ich jetzt mal, dass man trotzdem sozusagen ja überlegt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass es sicherer wird, aber nach Möglichkeit ohne die Menschenrechte anderer dabei zu verletzen. Nur wie gehen wir denn jetzt mit denjenigen um, die unsere Menschenrechte verletzen? Ja. Also ganz grundsätzlich ist klar, ne, wir haben einen Rechtsstaat und der Rechtsstaat muss Menschen, also muss strafrechtliche Verfolgungen vornehmen, dann, wenn Menschen das Recht brechen. Ne? Und jetzt im Fall jetzt von den afghanischen Straftätern, natürlich braucht es rechtsstaatliche Verfahren, um die Menschen hinter Gitter zu bringen und auch in Haft zu halten. Und es gibt auch die Möglichkeit der Gefahrenabwehr und da vorzugehen. Aber so funktioniert eben ein Rechtsstaat. Man braucht klare Belege, man muss dann Verfahren durchführen und die müssen fair sein. Und die Mittel des Rechts können eben auch angewendet werden im Fall von Putin. Das ist ja auch das Gute. Ne? Deswegen gibt es ja auch
erstmal im deutschen System die Möglichkeit, nach dem Weltrechtsprinzip zu ermitteln gegen bestimmte Personen. Aber der es ist gibt ja jetzt auch nach dem Internationalen Strafgerichtshof verurteilt worden, ne? Ja, also er ist sozusagen zur Haft ausgeschrieben worden und es muss ein Verfahren stattfinden. Es ist natürlich in der aktuellen politischen Situation schwierig, aber das ist genau richtig, weil das sind, das, es gibt im Menschenrechten, bei den Menschenrechten ist die Schwierigkeit ja oft die Durchsetzung. Und wir haben wenige Durchsetzungsinstrumente. Und das eine ist der Internationale Strafgerichtshof, aber das andere ist auch der IGH. Wir haben auch sozusagen Soft-Law-Instrumente wie den UN-Menschenrechtsrat. Aber genau diese Institutionen müssen wir stärken und auch befähigen, solche Verfahren durchzuführen, weil es hat Auswirkungen. Ich meine, jetzt ist Putin ja in die Mongolei gereist, obwohl Mongolei ist ein Beitritts-, also ein Vertragsstaat auch des Rom-Statuts. Die hätten ihn doch eigentlich verhaften müssen. Aber er ist natürlich, und das ist bitter, und das ist schwer, die jetzt zu zwingen, da ihn zu verhaften, aber er wird sich sehr genau überlegen, wo er hinreist. Zum Beispiel nach Südafrika ist er ja nicht gereist. Und das sind, das ist wirklich aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Element, um Straflosigkeit zu verhindern und zu bekämpfen. Und die Straflosigkeit, das weißt du auch durch die Arbeit von Hava Help ja besonders gut. Ja, dass, also auch als Amnesty International ist für uns das Thema Bekämpfung der Straflosigkeit einfach zentral, weil wir glauben, wenn Straflosigkeit herrscht, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Element, dass mehr Menschenrechtsverletzungen passieren, weil sich die Täter einfach eben das Gefühl haben, ich kann Recht brechen und passiert nichts. Und deswegen müssen wir alle Mittel nutzen, um auch Straflosigkeit zu beenden. Und deswegen finde ich, die Haftbefehle gegen Putin sind sehr, sehr wichtig. Und der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, bedeutet ja auch, die Völkermörder von morgen zu verhindern. Und das ist genau wie du sagst, da haben wir natürlich sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch als Minderheit in der Minderheit und Religionsgemeinschaft der Jesiden, weil das ausgerechnet das Ende der Straflosigkeit eingeläutet worden ist in Bezug auf die Jesiden auf deutschem Boden beim sogenannten Frankfurter Prozess, hätten wir nie für möglich gehalten. Und das war ja dieses Weltgerichtsbarkeitsprinzip nach diesen Römerstatuten, wo erstmals eben auf nicht-irakischem Boden Mann der IS-Verbrecher habhaft werden konnte. Und ich war ja dabei, als damals auch diese Anklageschrift verlesen worden ist von einem deutschen Gericht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und im Zuge dessen, wir haben ja auch sehr viel miteinander zu tun zum Thema Iran, genau. Freiheitsbewegung im Iran. Und dass diese Zäsur mit dem Tod von Jina Mahsa Amini, eine junge Kurdin, die, kann man sagen, getötet, umgebracht worden ist von der Islamischen Republik, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig aufgesetzt hat und infolge der Fremdeinwirkung dann zu Tode gekommen ist, hat ja auch insofern eine Revolution ausgelöst, weil Pandoras Box zum ersten Mal geöffnet worden ist. Das heißt, das große Schweigen über die Verbrechen der letzten 46 Jahre der Islamischen Republik, diese Box wurde plötzlich geöffnet und ist eigentlich auch nie wieder geschlossen worden. Also ich halte das tatsächlich auch für einen Teil der Iran-Wende, auch wenn das immer noch nicht reicht und ich auch das Gefühl habe, dass wir da mit Doppelstandards arbeiten, ist ja die Einberufung dieser Fact-Finding-Mission, wo das erste Mal über diese Menschenrechtsverbrechen eben auch auf dieser Ebene beraten wird, getagt wird und dann hoffentlich auch verurteilt wird. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich bei der Islamischen Republik, dass genau das nicht passiert. Also dass die nicht verklagt werden vom Internationalen Strafgerichtshof, dass da keine Strafbefehle ausgeteilt werden, dass da teilweise auch Anhänger dieses Regimes oder auch die Revolutionsgarden Angst und Schrecken verbreiten, weltweit über den Iran hinaus unterwegs sind, auch nachweislich. Wie bewertest du denn diese Lage sozusagen auch vor dem Hintergrund der Einhaltung der Menschenrechte? Und im Gegenteil, unsere Bundesrepublik hat die Wirtschaftsbeziehungen nicht nur verfestigt, sie wurden sogar noch verbessert. Also was ist daran menschenrechtlich? Also die Situation im Iran beobachten wir ja auch genau und beobachten wir mit euch auch zusammen und wir dokumentieren da massive Menschenrechtsverletzungen. Die iranischen Behörden haben ja praktisch eine Kampagne nochmal aufgesetzt, die Sicherheitsbehörden, um wirklich zu gucken, dass sie Frauen finden, die sich gegen die Bekleidungsvorschriften wenden und die sich nicht verschleiern und so weiter und wirklich die sozusagen rauszupicken und zu verhaften, zu drangsalieren.
sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt auf Demonstrationen ist systematisch und die Situation ist wirklich massiv, auch was die Vollstreckung von Todesurteilen angeht. Und insofern ist es auch für uns wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt und da bin ich auch dankbar, dass wir da zusammen über diese ganzen Jahre dran gearbeitet haben und auch die Bundesregierung da zum ersten Mal dazu gebracht haben, eben eine UN-Fact-Finding-Mission zu fordern beim UN-Menschenrechtsrat, obwohl sie gar nicht sicher waren, ob sie bei den Staaten die Mehrheit kriegen würden, um diesen Vorschlag zu unterstützen. Und ich glaube daran, dass das wirklich wichtig ist, dass diese Missionen verlängert werden, weil die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen ist eben die Grundlage, um dann auch gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen zu können und dann ermitteln zu können, Verfahren zu haben. Bei Iran ist es sicherlich deswegen schwierig, weil wir eben, da bräuchten wir ja müsste der Sicherheitsrat entscheiden, dass es ein Verfahren gibt vom Internationalen Strafgerichtshof. Aber man könnte natürlich in Staaten anstrengen, dass es nationale Verfahren gibt nach dem Weltrechtsprinzip. Und das wäre sicher ein ganz wichtiger Faktor, um gegen iranische Behörden vorzugehen oder Vertretern, ne, der Behörden. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, bei solchen Staaten wie dem Iran ist es wirklich auch schwer, politisch Druck auszuüben, aber muss es. Also da braucht man einfach die Instrumente, die man hat, aber es ist eben ein langer Weg und in der Zeit leiden die Menschen unheimlich. Und wir sammeln ja zum Beispiel diese Beweise auch in Form von Dossiers, auch namentlich, auch auf sozusagen seitens derjenigen, die diese Hinrichtungen nicht nur vollstrecken, sondern auch befehlen. Hm. Und ich glaube auch, dass dieses geforderte Verbot der Revolutionsgarden auf den EU-Terrorlisten, insbesondere vor dem Hintergrund des Säbelrassens auf der einen Seite der Islamischen Republik, aber letztlich eben auch das Mitmischen dafür, was im Mittleren Nahen Osten gerade passiert und vor sich geht, auch die Mitverantwortung neben vielen anderen Akteuren, das kann man so einfach nicht ausmachen, aber dass der Kopf der Schlange mit im Iran sitzt, auch was die Finanzmacht angeht, die Finanzierung der Hamas, der Hezbollah, die Drahtzieher, die auch darauf zurückzuführen sind, das ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn man diese ganzen Toten, die Destabilisierung Israel-Palästina, wo wir ja alle einen Waffenstillstand fordern, und dass dieser Krieg endlich aufhören muss, muss man auch die Verantwortung des Irans mit rein verhandeln. Und damit sind wir sozusagen bei dem dritten Thema, Israel-Palästina. Ich mache das Thema Menschenrechte, seitdem ich geboren bin, glaube ich. Ich sage immer, als Kurdin und Jesidin hatte ich keine andere Wahl. Es ist alternativlos, dieser Kampf, weil wir alle politisch aufgewachsen sind, auch als Geflüchtete, weil wir in unserer Identität verfolgt worden sind, angegriffen worden sind. Und die Gemeinsamkeit war tatsächlich immer, dass das diese Verfolgung von allen Seiten auch vollzogen worden ist. Also unsere heile Welt wurde von allen Seiten bedroht. Und da haben wir schon einige Krisen auch durchlaufen, logischerweise. Die größte und für uns die am meisten unser Leben verändert hat, war sicherlich der Völkermord unserer eigenen Religionsgemeinschaft, die uns sozusagen nochmal dazu bewogen hat, Hawar zu gründen auf der Asche dieses Völkermords, diesen Aktivismus sozusagen auch strukturell in systemische Organisationsstrukturen zu packen, aber da eben nicht anzuhalten. Und deswegen wissen wir auch um die Gefahr von religiösem Extremismus, von Terror, von letztlich auch Dschihadisten, von Islamisten, von IS-Mörderbanden, aber eben auch dem, was die Hamas macht. Und deswegen haben wir eigentlich relativ zu Beginn auch schon das so ausgesprochen, wie wir es auch eingeordnet und gesehen haben, nämlich, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und dass ich persönlich, als ich diese Bilder gesehen habe, automatisch an die Bilder denken musste mit den jesidischen Frauen. Also auch, wie die Frauen da auf den Pickups verladen worden sind und auch diese digitale Tötungsabsicht. Also das ganz bewusst von der Hamas mit diesen Kameras, diesen GoPros. Sie haben ja selber dieses Material sozusagen zur Verfügung gestellt. Auch das war, fand ich, eine schreckliche Verbindung zu den IS-Taten, die ja das erste Mal diesen globalen Dschihad mit den sozialen Medien brutalerweise bedient haben. Und ich war so im Nachhinein bis heute, und das ist nur eine Seite, ich weiß, dass das noch ganz, ganz viele weitere Facetten hat, aber trotzdem so geschockt darüber, dass so wenig Empathie weltweit da war, insbesondere was die Frauenrechtsverbrechen anging und die Vergewaltigung der jüdischen Frauen, habe ich irgendwie ein großes Schweigen vernommen. Und gleichzeitig eben auch zu sehen, dass
nicht so kompliziert ist wie die Einordnung dieses Konflikts, nämlich zu sehen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und parallel dazu, dass das Vorgehen Israels und einer teilweise rechtsextremen Regierung, die Siedlungspolitik, die Verhältnismäßigkeit, worüber reden wir? Also das, was angerichtet worden ist jetzt in Gaza, die vielen Toten, dass auch das nicht mehr so weitergehen kann und dass sozusagen das Verhältnis zueinander brutalerweise aus meiner Sicht so ein Bekenntniszwang zutage führt, den ich hochgefährlich halte. Also wieso können wir nicht das eine ansprechen, ohne das andere zu lassen? Wieso können wir nicht das Leid der Juden und Jüdinnen oder Israelis in dem Fall genauso anprangern wie das Leid der Palästinenser, das hunderttausendfache? Wie guckst du denn da drauf? Also für Amnesty International ist das im Moment ein ganz starker Schwerpunkt. Wir haben ein Büro in Ramallah, wir haben verschiedene Kolleginnen, die die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Wir haben einen Consultant in Gaza, der uns auch immer wieder die Situation beschreibt. Wir haben eine Sektion in Israel und die Angriffe der Hamas waren brutal und wir haben, sind ganz klar auch Kriegsverbrechen durch die Hamas begangen worden und auch Geiselnahmen, ne, sind Kriegsverbrechen. Insofern muss auch die Hamas unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden und dennoch haben wir aber auch das Militär, das israelische Militär und das Vorgehen, das fortgesetzte Vorgehen in Gaza massiv kritisiert und kritisieren wir auch jetzt. Zunächst mal ist es so, dass die Versorgung in Gaza für uns ein ganz, ganz großes Problem ist. Die Nahrungsmittel, die nicht gegeben werden, Wasser, die nicht gegeben werden, die Totalblockade von Gaza. Allein schon das Verwehren eben von Zugang zu humanitärer Hilfe ist ein Kriegsverbrechen. Und wir haben mittlerweile 17 einzelne Fälle dokumentiert und Angriffe. Wir informieren dann auch immer die israelischen Behörden. Wir informieren auch Hamas über unsere Untersuchungen, legen denen auch die Belege vor und nehmen auch deren Daten und gucken, was los ist. Wir gucken mit Satellitenbildern und sprechen eben mit einzelnen Menschen. Und daraus haben sich auch wirklich mutmaßliche Kriegsverbrechen der israelischen Militärs ergeben, die dringend untersucht werden müssen. Und bei 16 der Fälle konnten wir tatsächlich auch das, was immer wieder gesagt wird, dass die Hamas sich da versteckt hat, bei den 16 konnten wir das nicht belegen, sondern wir haben belegt, dass Zivilisten, dass kein militärisches Ziel da war, dass Zivilisten zu Zielscheibe gemacht wurden. Das ist völkerrechtlich nicht erlaubt, nach dem humanitären Völkerrecht, muss wirklich untersucht werden. In einem Fall haben wir dokumentiert, dass die Hamas vor Ort war, in Rafah, das war der Angriff auf das Flüchtlingslager, und die Zivilisten auch nicht geschützt hat, damit auch Verletzungen des humanitären Völkerrechts begangen hat. Aber wir versuchen wirklich da jeden Stein umzudrehen, um die Belege zu bieten. Und wir brauchen dringend einen Waffenstillstand. Und wir brauchen dringend auch eine Verantwortungsübernahme der Bundesregierung, dass sie keine weiteren Waffen liefern. Wir finden immer noch, dass die Bundesregierung viel zu leise benennt, dass Kriegsverbrechen passieren durch die israelische Armee. Und wir müssen insgesamt dem durch die Hamas, durch andere palästinensische Gruppen und durch die Menschenrechtsverletzungen, die durch Israel begangen werden, ein Ende setzen und Zivilisten schützen, dadurch, dass wir einen Waffenstillstand haben. Und für mich ist das schon, ich war auch im Januar dort und habe mir nicht in Gaza die Situation angeguckt, aber war sozusagen in Tel Aviv, Jerusalem, in der Westbank, in besetzten Gebieten. Und in den besetzten Gebieten besonders ist einfach die Menschenrechtslage hat sich auch massiv verschlechtert seit dem 7. Oktober. Und du hast es angesprochen, das ist eine rechte Regierung, Netanyahu-Regierung ist eine rechte Regierung, wirklich hat extreme Parteien in der Regierung und die Menschen stehen ja auf gegen diese Regierung und wollen die Regierung nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen einfach stärker auch, was da die Zivilgesellschaft, auch die israelische Zivilgesellschaft will, in den Blick nehmen und stärken. Ich glaube, dass das hier massiv zu kurz kommt, also auch das diese Verallgemeinerung und die, ja im Grunde genommen, das Potenzieren von antisemitischer Gewalt, insbesondere in diesem Land, ja wirklich beschämend ist. Also jüdisches Menschenleben ist gefährdet und viele jüdische Menschen
fühlen sich nicht mehr sicher, fühlen sich auch haftbar und verantwortlich gemacht für das, was in Israel passiert. Sie fühlen sich auch nicht gesehen in ihrer Kritik beispielsweise. Es sind ja 500.000 auf die Straße gegangen. Es gab den Generalstreik. Die Angehörigen der Hamas-Geiseln haben auch Kritik geäußert und sich entsprechend sozusagen auch positioniert. Und nichtsdestotrotz ist ja auch die Brutalität der Hamas, also auch was die Hinrichtung sozusagen anging, auch der 6 Geiseln, die quasi kurz vor ihrer Befreiung dann nochmal umgebracht worden sind, hat ja auch für große Empörung gesorgt, weltweit, aber eben auch in Israel selber. Warum glaubst du, wird Empathie so selektiv verteilt? Also ich habe das Gefühl bei diesem Konflikt, dass diese Aufmischung im vollen Gange ist und man nicht in der Lage ist, beides zu sehen, sondern immer nur eine Seite zu beleuchten. Und es gab ja vom Internationalen Strafgerichtshof auch unter großer Weltbeachtung diese Klagen gegen Netanyahu, aber eben auch gegen die Führung der Hamas. Und da geht es ja schon auch immer um die Verhältnismäßigkeit. Kann man jemanden wie Netanyahu, den man finden kann, wie man will, überhaupt vergleichen mit der Hamas? Und unsere Erfahrung als Menschenrechtsorganisation in der Bekämpfung von Islamismus ist ja, dass das für uns der Unterschied ist, auch zu Krieg. Nämlich dieser Terror mit dieser Tötungsabsicht des 7.10., dieses Blutbad anzurichten und im Grunde genommen, ja, dafür zu sorgen, dass es zu dieser Zäsur kam, zu diesem Zivilisationsbruch auch in der Geschichte Israels. Und auch die Verhandlungen zeigen ja, und du hast es gerade auf den Punkt gebracht, diesen Waffenstillstand, wer den nicht will, ja, was soll man dem entgegensetzen? Also das kann nichts anderes sein als Common Sense, dass dieser Waffenstillstand zustande kommen muss und gleichzeitig eben auch die Befreiung der Geiseln. Was glaubst du, wie muss es da weitergehen? Ja, ich glaube, wir brauchen kurzfristige Ansagen. Die Bundesregierung muss sehr viel klarer Druck auch nochmal ausüben auf die israelische Regierung und eben einen Waffenstillstand zum sofortigen Schutz, für so eine Befreiung der Geiseln, aber auch zum Schutz der Zivilisten insgesamt beizutragen. Ich würde auch, ja, es ist sicherlich ein sehr langer Konflikt und es ist sicherlich schwer, aber ich glaube, kurzfristig wünschen sich einfach auch die Menschen in den besetzten Gebieten, dass sie einfach nicht weiter zur Zielscheibe von Angriffen werden. Wir haben ja jetzt erlebt, dass im Westjordanland ja auch sozusagen die israelische Armee auch reingegangen ist. Also dass man sehr kurzfristig wirklich diese Dinge stoppt und auch wir als uns nicht beteiligen, indem wir eben Waffen liefern. Und langfristig, ja, als Amnesty International ist immer ein bisschen schwierig für uns, diese langfristigen Fragen von Zwei-Staaten-Lösungen oder so. Das ist sozusagen nicht unser Ansatz, weil ich glaube, unser Ansatz, das kann eine politische Lösung sein. Aber ich glaube, für uns ist es wichtig, erstmal die Siedlungen zu stoppen, auch wieder, es ist ja sozusagen, die Entwicklungen sind ja gegenteilig. Es wurde jetzt in der Westbank nochmal 800 Hektar wieder freigegeben zur Besiedlung. Die Siedlungen müssen rückgebaut werden. Das palästinensische Land muss ein Rückkehrrecht geben. Das ist schon auch etwas, was wir fordern. Es müssen die Gefangenen jetzt kurzfristig entlassen werden, die gemacht wurden seit dem 7. Oktober in Administrativhaft, in Kommunikadohaft. Ich habe da auch Familienangehörige kennengelernt. Also genau, wie ich denke, langfristig ist, wir müssen sozusagen kurzfristig die Gewalt gegenüber den Zivilisten stoppen und die Siedlungspolitik stoppen und langfristig dann an einer politischen Lösung arbeiten. Was ist mit der Sicherheit Israels in dem Zusammenhang? Also es ist ja auch nachweislich so, dass die Hamas ja auch in der eigenen Bevölkerung Angst und Schrecken verbreitet und dass sozusagen die Tatsache, wenn man das mal zu Ende denkt, dass wenn die Hamas da wirklich unter die Herrschaft kommen würde, sich das ja nicht von einem Kalifat unterscheiden würde. Wie würdest du das einordnen? Also auch vor dem Hintergrund, dass Israel das Recht hat, in Anführungsstrichen, also die Verhältnismäßigkeit sei dahingestellt, aber eben bedroht wird von unterschiedlichen Akteuren, ob das die Hamas ist, die Hisbollah aus dem Libanon, was wir übrigens auch kaum wahrnehmen hier. Wie kann das da weitergehen? Also grundsätzlich ist es so, erstmal ist klar, Israel muss, die israelische Regierung muss für die Sicherheit ihrer Mitbürger, ihrer Menschen, und zwar aller Menschen auf ihrem Territorium sorgen. Das ist ganz klar menschenrechtlich so gegeben. Amnesty International fordert das immer wieder.
Aber wichtig ist zu sehen, die palästinensische Zivilbevölkerung, die hat ja immer wieder die PLO oder die Autonomiebehörde und auch die Hamas kritisiert. Und wichtig ist, da gibt es ganz tolle Menschenrechtsorganisationen in den besetzten Gebieten, auch im Gaza, die sozusagen ermitteln und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen, so wie wir es hier auch immer wieder tun als Amnesty weltweit und ihr auch tut. Und diese Organisationen stehen extrem unter Druck. Und da gibt es ja das Problem, dass sie auch denen die finanzielle Förderung fehlt. Weil wahrscheinlich auch nicht mehr genau hingeguckt wird, weil wir leider auf der anderen Seite auch die Situation haben, dass es sozusagen Menschenrechtsorganisationen gab, die auch gemeinsame Sache gemacht haben mit der Hamas. Also, ja, sicherlich muss man genauer hingucken. Genau, aber das ist es gibt ja 7 Organisationen, denen gesagt wird, die seien, denen wird keine Unbedenklichkeitsprüfung gegeben und die kriegen deswegen keine Unterstützung aus Deutschland, wie sie früher bekommen haben. Das sind Organisationen, mit denen wir wirklich schon viele, viele Jahre zusammengearbeitet haben und die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren gegen ihre eigenen Behörden. Mhm. Ne? Und wenn man die schwächt, dann schwächt man eben die Möglichkeit auch palästinensischer Menschen, sich zu wehren gegen Menschenrechtsverletzungen durch ihre eigenen Behörden. Und ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtig, immer demokratische Kultur, Menschenrechtspolitik zu stärken oder menschenrechtliches Verständnis innerhalb der Zivilbevölkerung, um sie eigentlich an der Stelle zu stärken. Mhm. Aber ich denke, ja, das wäre etwas, was eindeutig die Situation verbessern würde. Insgesamt haben viele der Menschen, die ich auch gesprochen habe, in den besetzten Gebieten den Eindruck, sie sind wirklich international alleingelassen und viele haben den Eindruck, ihnen droht der Nächste, also sie sind da nicht sicher. So wie im Gaza vorgegangen wurde, könnte es sein, dass ihnen das passiert. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch als Bundesregierung, die Institutionen, die internationalen Institutionen, die eben Recht durchsetzen sollen, zu stärken. Und da habe ich Kritik an der Bundesregierung, weil sie jetzt immer wieder in dem Verfahren vom Internationalen Gerichtshof, im Genozidverfahren, von Südafrika, ist sie sofort sehr schnell eingetreten und hat gesagt, sie stellt sich an die Seite Israels, ohne überhaupt zu prüfen, was wird überhaupt gefordert, was wird gesagt, was wird da vorgeworfen. Das Gleiche jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof, da hat ja der Chefankläger Haftbefehle beantragt, jetzt hatten wir ja schon mal angesprochen. Und auch da gibt es jetzt wiederum eine Intervention der Bundesregierung. Und wir bewerten das als einseitige Parteinahme Deutschlands für die israelische Regierung. Und das wiederum schwächt eben das internationale Recht. Und ich glaube einfach dran. Ich bin Juristin und Amnesty International nimmt das Recht und die Universalität immer als Maßstab für alle und auch wirklich aller Parteien. Und insofern, es schwächt es einfach, wenn man an der Stelle widersprüchlich vorgeht und mit Doppelstandards. Das schwächt uns im Kampf auch gegenüber anderen Regierungen und auch gegenüber der Hamas. Und die Genozidabsicht, die wird ja beiden Seiten auch vorgeworfen. Also das Vorgehen der Hamas wird ja auch von vielen Seiten als genozidal begriffen, nämlich die Art und Weise, nicht nur, dass getötet wurde, sondern vor allem wie. Und trotzdem beobachten wir ja bei dieser globalen Aufmischung gegenwärtig und den sogenannten Pro-Palästina-Demos, dass eine wahnsinnige Sogkraft hat, auch für große Herausforderungen und letztlich auch viel Spaltung. Auf der einen Seite glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist und das muss ja für alle Menschengruppen gelten. Und gerade als Kurdin kenne ich das Gefühl der Kriminalisierung aufgrund einer Ethnie. Und habe auch den Eindruck, dass im Moment sehr viel pauschalisiert wird. Und dass wir aus jedem, der sozusagen sich entsprechend positioniert, entweder einen Antisemiten machen, einen Zionisten, einen Rassisten und einen Token. Also die Palette lässt sich ja endlos bedienen. Das sind ja die Zeiten, in denen wir leben. Das ist ja Wahnsinn. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich trotzdem, dass da auch Leute dabei sind, die aus meiner Sicht auch das berechtigte Leid der Palästinenser benutzen, auch für eigene Agenden, wo wir auch viele Islamisten haben, die sich das zunutze machen, die damit auch eine Spaltung in die Gesellschaft hinein generieren und wo eigentlich kaum noch Diskurs möglich ist und sich alle nur noch anschreien. Also dieses extreme Lagerdenken, und das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, dass man auch als Menschenrechtsorganisation oder auch als Person der Öffentlichkeit
in einer Aggressivität angegriffen wird und mit Vorwürfen, die ich bis dato ehrlich gesagt nicht kannte. Also selektiver Menschenrechtsaktivismus, warum kritisiert ihr das Vorgehen Netanjahus nicht, wie oft noch, warum habt ihr die Siedlungspolitik nicht hinterfragt, haben wir immer wieder. Also, dass wir in so einer Zeit leben, auch von gefühlten Fakten und wo diese Emotionalisierung, letztlich auch die Ideologisierung, es muss jetzt dieser Begriff sein und wenn es der nicht ist, darunter machen wir es nicht. Und das im Grunde genommen verlangt wird und man regelrecht versucht wird, in die Enge getrieben zu werden, genau das zu sagen, was sich das Lager wünscht. Und darunter wird es nicht akzeptiert. Also habe ich schon das Gefühl, dass die Zeit des sowohl als auch gerade massiv unter Druck steht. Wie seht ihr das als Amnesty oder was erlebt ihr da? Ja, ich bin wirklich, ich glaube, dass diese Empathiefähigkeit zu stärken, zu zeigen, jeder Mensch zählt und ist, da gibt es nicht ein Menschenleben, was mehr wert ist oder als andere. Ich glaube, das ist wirklich für mich total zentral und es auch deutlich zu machen in den Geschichten, die man nimmt, in den Narrativen und auch in den Dokumentationen, ne, die wir haben. Und wir erleben das als Amnesty natürlich auch so. Und deswegen ist es ja besonders wichtig, dass man sich an die Standards, die es gibt, das sind die Mindeststandards, auf die sich die Staaten geeinigt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man gemerkt hat, Barbarei bringt überhaupt nichts. Auf diese Mindeststandards hat man sich geeinigt. Und deswegen ist es so wichtig, die zu stärken. Und ich glaube, entlang dieser Mindeststandards ist es auch wichtig, Debattenräume zu halten, zu öffnen, um eben auch Dissens auszuhalten. Und trotzdem glaube ich, es gibt eben wieder das Recht, das ist die Grenze. Die Grenze ist, wenn Menschen zu Hass aufrufen oder wenn sie eben Gewalt anwenden, ne? und massiv diskriminieren und so weiter in der Debatte. Und dann da ist wieder das Recht die Grenze. Aber als Amnesty International beobachten wir schon auch in der deutschen Debatte, dass teilweise der Staat nicht ganz sauber mit diesen Fragen auch wiederum umgeht, was Meinungsfreiheit angeht und was Versammlungsfreiheit angeht. Da erleben wir eben auch, dass teilweise bei pro-palästinensischen Demos, aber auch bei Klimaaktivisten, ne, wird sozusagen sehr, also wird erstmal verbal stark aufgerüstet. Das sind dann Terroristen, Klimaterroristen und andere. Also das ist schon mal sehr gefährlich, ne, an der Stelle, weil das genau. Das provoziert natürlich auch massive Ängste, ne, und auch Gegenreaktionen, aber auch eben Versammlungsverbote zum Beispiel nicht als Ultima Ratio gesehen werden. Das ist wirklich das letzte Mittel, absolut zum Beispiel Versammlungen zu verbieten. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat, der eben aushalten muss, wenn Menschen auf die Straße gehen. Und das ist gerade so, dass das Recht zu demonstrieren zum Beispiel eben gerade benutzt wird von Menschen, die im parlamentarischen Raum nicht gehört werden. Das ist immer, sind oft Meinungen, die uns nerven. Ja? Bei den Corona-Protesten war es vielleicht auch so. Aber apropos Doppelmoral, ist es da nicht auch so, wenn wir bei den Corona-Protesten, du hast ja gerade angesprochen, sind wir ziemlich klar, dass wir sagen, wer mit Nazis mitläuft, macht sich gemein. Diese Unterscheidung erlebe ich bei den Pro-Palästina-Demos nicht. Und ich glaube schon auch, dass die Tatsache, dass Vergewaltigung als Widerstand formuliert wird, wo Menschen mit Schildern rumrennen, wo die Hamas als Freiheitskämpfer deklariert werden, wo rote Dreiecke zur Auslöschung von Juden aufrufen, ich würde mich da nicht sicher fühlen. Nein, also ich bin der Meinung, der Staat muss schon sozusagen überprüfen, was passiert da. Unser Ansatz ist sehr stark, auch die staatlichen Maßnahmen zu bewerten. Genau, auch das ist nur eine Seite, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es gibt ja, wie gesagt, und trotzdem muss jede Demo stattfinden dürfen. Ja. Und es darf nicht generalisiert werden. Generalisiert werden, genau. Es gibt eben auch, es gibt ja mildere Mittel. Man könnte, also zunächst mal ist wichtig, weil das habe ich auch immer wieder im Diskurs gemerkt, so in den Social Media, ne, wie du hattest ja angesprochen, man hat dann diese Wallungen, erlebt man da. Immer wieder wird uns das Thema dann Corona-Proteste, hättet ihr euch auch einsetzen müssen, genannt. Wir haben uns eingesetzt. Wir haben dann mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, haben eine Stellungnahme verfasst, eine Riesenkonferenz unter Corona-Bedingungen zu dem Recht auf Versammlungsfreiheit auch in dieser Corona-Zeit, weil das muss eben gewährleistet sein, auch in so einer Zeit uns eingesetzt. Und genauso bei den Fragen von Demonstrationen, pro-palästinensische Demonstrationen, gibt es ja auch mildere Mittel. Man kann Auflagen geben, man kann prüfen, Einzelne rausnehmen aus den Demos. Aber was wir eben erlebt haben, waren schon pauschale Verbote,
Und das ist nicht möglich, das geht nicht, das einfach pauschal zu verbieten. Auch die Argumentationen waren teilweise sehr problematisch, ne, weil es so ein aufgeheizter Konflikt sei. Ja, gut, so ist es eben, das muss man eben dann auch aushalten. Und das Gleiche aber erleben wir wirklich auch beim Klimaprotest. Da haben wir das auch nochmal genauer untersucht. Auch da sind die Maßnahmen der Polizei zu weitgehend in vielen Fällen gewesen. Jetzt gibt es ja Ermittlungen aufgrund von Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen Mitglieder der letzten Generation. Das ist unglaublich problematisch. Vor allem, wenn man es ins Verhältnis setzt, also auch zu dem, was Islamisten oder Rassisten hier auch tagtäglich betreiben, ja. Auch nachweislich, sage ich mal. Und das, also das hast du ja auch angesprochen, das Wachsen extremistischer Gewalt ist wirklich besorgniserregend und auch das Wachsen von Gewalt gegen Geflüchtete, es gibt ja verschiedene, ne, in verschiedenen Bereichen diese starke Anstieg dieser antisemitischen Gewalt sozusagen gegen Juden und Jüdinnen bei uns. Und das ist extrem besorgniserregend. Und das ist wirklich die Kernpflicht des Staates, die Menschen zu schützen vor dieser Gewalt. Aber ich glaube, wir müssen einfach nicht so das sind oft komplexe Antworten, die man da geben muss. Und die keiner hören will im Moment, oder? Die keiner wirklich hören will. Und wir müssen eben da nicht in populistische Mechanismen fallen. Also die Antwort sind nicht einfach. Ne? Mhm. Und Populismus gibt einfache Antworten. Mhm. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, erstmal wieder Debattenräume zu schaffen. Es geht darum, dass wir als NGOs auch vor Ort sind, da, wo Aktivistinnen auf der Straße stehen. Und ich glaube, das ist nochmal der Unterschied auch. Das ist so wichtig, was du gerade ansprichst. Ich merke auch immer wieder, dass das tiefe Wissen, was wir generieren, kommt von den Mitarbeitern vor Ort. Ob das unsere Frauenhäuser sind in Kabul. Auch wo Männer, was ja total untergeht hier, ihr Leben aufs Spiel setzen, indem sie für uns quasi diese Frauen mit beschützen und natürlich auch das Missfallen der Taliban damit riskieren. Geht total unter, genauso wie im Irak. Und das sind ja alles Nuancen, die überhaupt nicht diskutiert werden. Und du hast vollkommen recht. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Krise gerade Sündenböcke kreiert und dass die Geflüchteten die Zielscheibe sind, dass aber meine Lebenswirklichkeit eigentlich darin besteht, dass ich nur noch mit mutigen Geflüchteten zu tun habe, die aussagen wollen, die diesen Staat hier sicherer machen, die vor Mörderregime und Unrechtsregime geflohen sind, weil sie in Sicherheit leben wollen und die nicht verfolgt werden wollen. Das haben wir ja gemeinsam mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weder von den Taliban, noch von IS-Mörderbanden, noch von so einem Attentäter wie in Solingen. Das haben wir ja gemeinsam. Nur, sage ich mal, das Pendant auf der anderen Seite, die Landtagswahlen in Thüringen, wir haben es alle kommen sehen. Und wenn man es dann schwarz auf weiß hat, diese Bilder sieht, die Selbstverständlichkeit, die Normalisierung, der Normalismus, der jetzt auch einhergeht mit einem Höcke, dass der dann in so einem ARD-Hauptstadtstudio steht und Rede und Antwort steht, also wo man ja auch sich die Frage stellt, wo lebe ich mittlerweile? Ne? Wie konnte es so weit kommen? Und du hast vollkommen recht, dass das jetzt natürlich die Zeit ist, wo plötzlich auch sehr viel dann verschoben wird, ne? Auch rechtlich. Ja, und das ist sozusagen, wir hatten ja vorhin über die Abschiebung nach Afghanistan gesprochen, da jetzt die Antwort zu suchen, ne? Im Flüchtlingsschutz wieder die Antworten zu suchen. Das haben wir 1993 auch erlebt. Das war auch der Versuch zu sagen, jetzt haben wir die Sündenböcke, wir werden da rechtliche Maßnahmen fällen und die müssen sozusagen, das ist der Fokus, ne, unserer staatlichen Intervention, stärkt ja das Narrativ, dass da Menschen, dass vielleicht die Flüchtlinge schuld sind an diesen Problemen. Und trotzdem wissen wir natürlich nach 2015 durch den Bürgerkrieg in Syrien, auch unter Assad, dass leider ja auch unter den Geflüchteten leider auch Islamisten dabei waren. Nachweislich. Ja, und das können wir auch nicht verhindern. Nur dann ist es eben wichtig, wo sind die Maßnahmen in diesem Land? Wo sind sozusagen auch die Kenntnisse darüber, das Expertentum, das zu unterscheiden, dafür zu sorgen, dass Menschen, die hier Verbrechen begehen, hinter Schloss und Riegel kommen. Also wir wollen ja, dass dieser Rechtsstaat sicher ist, aber das schaffen wir ja nicht, indem wir das Problem wegschieben. Nee. Und nichtsdestotrotz glaube ich eben schon, dass diese Wertefrage doch sehr wichtig ist, gerade vor dem kulturellen Hintergrund. Also das sind nochmal Diskussionen, denke ich, die sich uns stellen in den nächsten Jahrzehnten, die wir so haben auch nicht kommen sehen wahrscheinlich. Nee.
Und genau, also wir waren ja auch an den Syrien-Verfahren beteiligt. Ne? Es gibt Ausschlussgründe im Flüchtlingsschutz und wir haben sozusagen, man kann rechtsstaatliche Verfahren fordern. Aber ich glaube, sozusagen einerseits die Förderung, die finanzielle von Angeboten vor Ort, die Aktivistinnen, die für Menschenrechte sich einsetzen, zu beschneiden, ne? Wie es auch passiert eben Aktivisten vor Ort nicht zu schützen und dann aber sozusagen sehr viel Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wie kann man weiterhin Abschreckungsmaßnahmen für Flüchtlinge einführen, stärkt eben ein Narrativ. Und ich glaube, besonders dann, wenn deutlich wird, es wird das Problem ja nicht lösen. Dadurch bestärkt man letztlich auch Menschen, die den Staat nicht mehr an den Staat glauben und die Durchsetzungsfähigkeit des Staates. Und übrigens, das sehen wir natürlich auch, eine Erosion sozusagen, Entkopplungserscheinung, eine Absage an Rechtsstaatlichkeit, rechtsstaatliche Prinzipien, Demokratie, Institutionen, Parteien, Organisationen, also Verratsvorwürfe. Da hat sich, glaube ich, auch schon was verändert, und zwar was Systemisches, Grundlegendes. Und ich glaube, das ist auch der Grund des Näher-Zusammenrückens, das ich für immanent wichtig halte, weil auch im Zeitalter der Digitalisierung man ja die Möglichkeit hat, auch nur noch um sich zu schmeißen, ohne dass man Verantwortung übernimmt für das, was man tut. Ich habe das Gefühl, in der persönlichen Macht der Begegnung muss man einen ganz anderen Respekt walten lassen und eine Form von Anstand, die ich teilweise nicht mehr sehe. Und wir haben das vorhin lächelnd so ein bisschen besprochen, bevor wir jetzt das Interview begonnen haben. Aber ich finde auch, das ist wichtig, weil viele ja immer fragen, wie geht ihr damit um? Und es ist mir zu viel Weltschmerz und ich kann nicht mehr. Ich möchte manchmal den Kopf in den Sand stecken. Es ist mir zu viel, die Aggressivität, die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Und da habe ich ja zu dir so im Scherz gesagt, ich kündige, was natürlich nicht geht. Und wo ich eben auch glaube, dass das vielleicht auch das Geschenk ist, was ich auch so gern teilbar machen würde, nämlich, dass wenn man herzensgetrieben ist, auch im Purpose, dann kann man halt nicht kündigen. Also das ist dann, glaube ich, auch... Erstens fühlt es sich viel schöner an, miteinander in den Dialog zu gehen, Möglichkeitsräume zu schaffen, Dinge besprechbar zu machen, wo wir auch unterschiedliche Positionen ja auch haben können. Aber dass man sich trotzdem darauf einigt, dass das ein Raum bleibt, ein Menschenraum, sage ich mal. Und dass die wahren Gegner ja eigentlich woanders stehen. Aber dass ich auch beobachte, dass sich nur noch alle gegenseitig angreifen. Und insbesondere beim Kampf gegen Rechtsextremismus, ich manchmal das Gefühl habe, dass unser einer irgendwie noch nicht verstanden hat, dass es sehr, sehr wichtig ist, ganz andere Bündnisse zu schmieden und dass der Kampf gegen Rechtsextremismus für mich eben auch über den autochthonen Deutschen hinausgeht, sondern ich genauso jedweden weiteren Rechtsextremismus bekämpft haben will. Also ob das jetzt in meiner Lebenserfahrung als Kurdin ist, über einen anderen Nationalismus, aber eben auch der Kampf gegen Antisemitismus, gegen Islamismus. Ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft das noch lernen muss, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, das spricht sich langsam rum, aber was das eben auch bedeutet im Kampf gegen die Ismen, ist nicht ganz ohne. Da haben wir noch einen Weg vor uns und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir auch mit euch vor allem auf einer sozusagen strukturellen Ebene und lösungsorientiert auch zusammenarbeiten in den unterschiedlichen Themenbereichen und überlegen, wie wir diesen Universalismus der Menschenrechte, so anstrengend er auch ist, aufrechterhalten. Wie siehst du das gerade in der aktuellen Situation? Ja, also ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir müssen uns eben zusammentun. Und unser Ansatz als Amnesty International ist auch, dass wir jetzt wirklich versuchen, in Erfurt am Wochenende beim CSD zu stehen, dass wir gerade Menschen, die Diskriminierungserfahrung haben, sind noch viel mehr von dem Hass und von dem im virtuellen Bereich, also sind viel mehr noch von Hass betroffen insgesamt, ne, vor Ort, aber auch in Social Media und so weiter. Und da versuchen wir sozusagen uns zu solidarisieren, zu vernetzen und auch erstmal kurzfristig zu unterstützen, aber auch langfristig Strukturen aufzubauen, die unterstützen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch, uns gegen die Narrative zu stellen, öffentlich im politischen Raum. Aber wir müssen uns sehr gut aufstellen und wir müssen versuchen, auch die jüngeren Menschen wieder mehr zu erreichen. Ne? Genau. Und wir sind ja eine Organisation mit 200.000 Mitgliedern, wir haben auch viel jungen Zuwachs, aber wir müssen auch Aktionsformen finden, die für junge Menschen attraktiv sind. Aber wir müssen auf Social Media natürlich ganz klar da auch der AfD den Raum abgewinnen. Und das ist auch, das belastet mich auch, ne? Weil ich das auch nicht... wirklich, das, das,
ja, weil es ja um die Zukunft unserer Kinder geht. Ne? Mhm. Und insofern glaube ich, da haben wir wirklich eine Aufgabe, auch wirklich mit Ressourcen reinzugehen, uns das strategisch anzuschauen, wie wir wirklich uns darauf fokussieren können. Und das natürlich gemeinschaftlich. Und deswegen bin ich auch sehr froh über unsere Zusammenarbeit, weil wir dadurch viel, viel stärker sind und uns gegenseitig unterstützen können mit den verschiedenen Schwerpunkten, die wir in unserer Arbeit haben. Aber das gibt uns eben die Möglichkeit, viel wirkmächtiger auch zu sein, ja, und laut. Ich finde es genau richtig, wie du das gerade beschrieben hast, auch zum Ende hin. Das ist ja auch der Versuch sozusagen, auch dieses Format, und dass wir nicht, sage ich mal, schüchtern sind, diese Räume auch zu besetzen. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Extremisten dieses Agenda-Setting, die Narrative, das haben wir ihnen viel zu einfach gemacht. Und das zeigen ja leider auch die Wahlergebnisse der Landtagswahlen, wie viele vor allem junge Menschen auch verführbar sind, sowohl für den Rechtsextremismus als auch für den Islamismus. Und da müssen wir rein. Also da können wir uns nicht nur drüber beschweren und in die Analyse gehen, sondern was haben wir zu bieten? Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das nochmal deutlich gemacht hast, weil nicht zuletzt auch die Ergebnisse der Landtagswahlen und das Wahlverhalten junger Menschen gezeigt hat, wie erfolgreich die religiösen Extremisten und in dem Fall die Rechtsextremen waren. Da müssen wir gegenlenken und auch das Agenda-Setting, die Narrative. Wir haben genug zu erzählen. Ja. Es gibt so viele wichtige Themen, für die man sich bewegen muss. Und dieses Format ist eine Antwort von vielen. Aber es geht wirklich darum, dass diese wichtige Kernarbeit auch nicht verhallen darf auf der Hinterbühne, sondern dass wir diese Räume nutzen müssen, egal wie viel Widerstandskraft das sozusagen kostet. Aber dass insbesondere junge Menschen, das stelle ich immer wieder fest, geht es auch um eine Orientierungsverantwortung. Die wollen sich auch an etwas festhalten. Es geht um Identitätsstiftung in Zeiten, wo Identität brach liegt. Und da haben wir es den Extremisten sehr einfach gemacht. Und ich glaube, eine Menschenrechtsidentität kann keine verkehrte sein, die auch was Verbindendes hat, was Universalistisches und vor allem dann, wenn man unterschiedlicher Meinung hat. Ich bin so dankbar für jeden einzelnen Freund und jedes Gespräch in meinem Umfeld, wo vor allem mal eine Gegenposition eingenommen wird und wir uns trotzdem die Humanität nicht absprechen. Deswegen, liebe Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ich hoffe, wie du es gesagt hast, dass auch wir in unseren Organisationen, sowohl mit Hava Help als auch mit Amnesty, wir brauchen Unterstützer. Und wir sind gespannt auf eure Reaktionen und meldet euch gerne.